Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sim Casino. Heute mal etwas kürzer als sonst im Dachgeschoss. Da ist es dann bei solchen Temperaturen schwer auszuhalten. Dementsprechend machen wir das Ganze oder werde ich jetzt etwas kürzer aufnehmen. Wie ihr aber, denke ich mal, dann halt schon gesehen habt an der Länge des Videos. Ich wollte einmal in die täglichen Gewinne und Verluste reingucken. Haben wir hier schon länger nicht mehr gemacht. Gerade vor allem heute der Tag, wo wir so beklaut worden sind. Wir haben ja immer noch Tag 13. Also das alles haben wir eigentlich in 13 Tagen gebaut. Wir haben Personalkosten von 40.000, weil wir auch viele eingestellt haben jetzt, Sicherheitsbeamte. Deswegen, das ist jetzt hier noch nicht so ganz drin. Ne, wo war ich denn gerade? Da. Noch nicht so ganz drin mit 36.000. Finde ich aber in Ordnung, denn wir kriegen jeden Tag von unserem anderen Casino 58.000. Und solange das, denke ich mal, unsere Personalkosten abdeckt, ist das mehr als zufrieden, mehr als gut. Denn wir haben ja hier noch eigentlich unsere Einnahmequelle. Später dann noch hier eine Unterhaltung mit Bingo und... Buchen Sie eine... Achso, okay, hier werden unsere Sachen aufgelistet, die wir... Oder unsere Buchungen werden hier aufgelistet und hier steht das Geld, was wir bekommen haben für die jeweiligen Auftritte für die jeweiligen Künstler. Bank ist Kartenzahlungsgebühr, okay. Nicht eingelöste Gewinne. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Gut, Baumaterialien, wir machen immer noch viel. Wir haben neue Werbekosten gehabt, das ist jetzt einmalig für, ich weiß gar nicht, wie viele Tage ich eingestellt hatte, ich glaube 3. Und ja, das Geld, was wir wieder bekommen haben. Aber trotz 60.000 oder 76.000 in Baumaterialien ausgegeben oder sogar 77 plus 70.000 Werbekosten immer noch ein sehr, sehr guter Gewinn. Und das soll sich ja dann hoffentlich ab morgen noch ändern. Denn ab morgen sind ja hier die ganzen Bühnen dann auch voll, hoffentlich. Ich will da auch gerne heute hin, wenn wir das schaffen. Aber uns fehlen ja noch hier ganz oben die Räume. Das ist jetzt zwar kein großer Akt mehr. Ich habe hier alles soweit schon verändert, dass das passt. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal 3 sind 21 plus 5 macht 26 plus 6 macht 32 und wir hatten ja, glaube ich, 30 angepeilt. Ich habe das hier nochmal ein bisschen verschoben, dass das hier nochmal ein bisschen ruhiger ist, beziehungsweise habe, ja, weil das hier so nah am Gang ist, hier nochmal Türen hingemacht. Ja, das heißt, wir machen jetzt ganz einfach, ich weiß gar nicht, ob ich das hier auch machen kann. Klonen wir das, weil wir wollen ja auch den Boden überall haben. Ja, okay, das geht eben. Das geht nicht, weil da schon Sachen sind. Okay, dann müssen wir das Ganze. Ich wusste nicht, ob ich es löschen muss oder nicht, deswegen habe ich erstmal abgewartet. Aber gut, dann müssen wir es ja, löschen und neu kaufen, neu bauen. So, ich habe nicht drauf geachtet, mit wie viel Geld wir gestartet sind. Aber wir wissen ja, 79.000 war, glaube ich, bei der Infrastruktur gerade. Also 78.900 irgendwas. Wir zahlen pro Zimmer 2.592. Ja, das könnte man ja auch einfach dann mal... Ja gut, beim einen müssen wir es kaufen und also verkaufen, wieder neu kaufen, aber rein theoretisch dann mal 27 nehmen oder mal 29. Wir sind auch wieder in den roten Zahlen. Aber dafür sind wir hier gleich schnell durch. Dementsprechend hat sich das doch gelohnt, das alles so vorzubereiten. Dann, ich könnte auch jetzt schon die Zeit vorspulen, aber ich wollte jetzt einmal hier eins nach dem anderen machen. Jetzt haben wir nämlich auch das. Alle Fehlermeldungen sind weg. Es wird wieder geklaut wie sonst was. Und was ich ja noch angedeutet habe, da habe ich halt auch drauf geachtet, dass wir hier... Ah, wir können ja, glaube ich... Ich weiß gar nicht, ob wir hier einen Sicherheitsbeamten hinstellen könnten. Das hier... Oh, das könnten wir mal ausprobieren. Aber dafür mache ich jetzt die Zeit schneller. Oh, ich bin schon auf 2 gekommen. Aber dann können wir es jetzt so laufen lassen. Ne, das war unter... Irgendwo... Personal, Hausmeister-Rundgänge, neuer Rundgang, das nennen wir jetzt mal T.
Theater. Wie nenne ich das denn? Künstler. Und stelle jetzt hier einen hin. Und auf dem Rundgang soll einer sein. Nein. Bleibt der jetzt durchgehend da stehen? Wenn ja, ist das genau das, was ich wollte. Also klar, es ist nur Deko, der kostet uns $40 pro Stunde. Ist dafür nur ein Deko-Objekt, aber das dachte ich mir so halt einmal so zur Überprüfung, dass da halt wirklich nur die Leute reinkommen oder hier oben hinkommen, die da auch hingehören. Und wenn ich hier mal so runter gucke, ich sehe ganz schön viele Leute mal ein- und ausgehen. Also hier habe ich das gesehen. Ja, die wollen alle schlafen. Das ist halt so das Einzige, was wir noch nicht anbieten. Da würde ich dann auch... Moment. Warum haben wir denn heute schon eine Show? Okay, hier ist noch Luft nach oben. Kann ich sehen, wie viele da gerade drin sind? Nee. Was haben wir denn da? Musikdarsteller. Und um 0 Uhr kommt noch eine Tanzgruppe. Mal, können wir doch vielleicht gerade... Oh, wir sind im Plus. Das ging jetzt schnell. Wir haben ausgegeben... Ja, um die 60.000. Das ist okay. Nee, gar nicht. Wir waren bei 79. Also 70.000 haben wir ausgegeben. Aber ich wollte einmal kurz gucken. Unterhaltung. Wir haben... Ach, okay. Für alle Künstler... Sind das alle Künstler? Ja gut, da fehlt die Übersetzung. Also da fehlt noch die richtige Übersetzung. Aber das könnten sogar alle Künstler sein. Dementsprechend haben wir für die Künstler ja 1400, 1200, 500, 500 plus 30 deckt die 1200 ab. Plus die ganzen Bars, die auch immer gut besetzt sind. Plus die Snackautomaten, die beiden, weil da sind gerade einige hingelaufen. Achso, da sind auch noch zwei. Dann die vier. Okay, das lohnt sich noch nicht ganz so. Aber ich weiß auch nicht, wann heute zurückgesetzt wird. Ich meine um 6 Uhr. Oder sie sind alle dran vorbei auf Toilette. Das kann natürlich auch gut sein. So, wann haben wir denn unsere erste Show, wo hier alles voll ist? Um 15 Uhr. Okay, bis 15 Uhr, also einen ganzen Tag simulieren wir heute. Ja, und dann... Ja, es fehlt halt immer noch so, wie es aussehen soll. Aber da würde ich mir noch mal in aller Ruhe Gedanken machen, wenn ich... Oh. Fehler wurden begangen. Große Fehler wurden begangen. Die sind richtig, die Räume sind falsch. Aber gut, die können wir währenddessen... Moment, wie mache ich das denn jetzt? Ich lasse mal auf 2 laufen, wir haben ja noch Zeit. Aber ich hätte dann auch fast gesagt, als allernächstes kommt dann das Hotel, beziehungsweise da bin ich mir auch noch nicht 1000%ig sicher, wie das aussehen soll oder was ich da genau vorhabe. Ich schwanke zwischen, wir machen ein schönes Hotel mit, ja, wo alles drin ist, was wir haben wollen. Muss ich einmal kurz überlegen, wenn ich dich drehe. Okay, die Räume müssen weg. Ja, da schwank ich zwischen oder sogar zwischen 2 Hotels. Beziehungsweise, ja, man könnte sogar eine Rezeption machen, dass man noch so eine Art Ferienwohnung macht. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt. Sonst blende ich das, sonst gehen wir gleich auch nochmal kurz bei Steam rein. Da gab es ja die Häuser, die 2 Etagen hatten, also die durch so eine Treppe verbunden waren. Da könnte ich mir halt auch was vorstellen, weil wir hier ja den Platz haben. Dass wir hier hinter vielleicht irgendwie 2 Reihen... Also ich würde mit dem Hotel anfangen, glaube ich, und dann gucken, ob wir hier vorher noch Platz haben. Denn das könnte ich mir als Casino gut vorstellen. Vielleicht auch bis hierhin. Wir haben ja mehrere Etagen, also da sollte alles gut sein. Denn so ein Bürokomplex mit den unterschiedlichen Geschäftsräumen wäre vielleicht noch so eine dritte, dann ein viertes Gebäude noch als Option. Und wir müssen ja auch immer noch abwarten, was uns das Spiel dann noch in der Zukunft so bringt. Ich meine, mittlerweile gibt es auch schon was wir gar nicht verbaut haben. Ne, nicht Badewanne, sondern... Ja, wir können auch Hot Tube machen. Ja, viele... Ja, gibt halt viel auf Twitch momentan dazu, wie man dazu steht. Ja, ich finde es halt nicht gut,
Weil, ja, sowas, finde ich, gehört nicht auf Twitch. Gut, für mich ist Twitch auch noch eine Gaming-Plattform, so wie ich sie anfangs kennengelernt habe. Finde aber auch die Vielfalt eigentlich ganz gut mittlerweile, dass man da auch ja teilweise Künstler hat mit Musik oder irgendwelche, die technisch was bauen. Aber für mich gehörten da keine halbnackten Frauen hin, die dann, ja, sich für Geld irgendwelche Subscriber-Namen auf den Arm oder sowas schreiben lassen. Das gehört für mich, wenn dann, eher auf andere Plattformen und nicht auf, ja, auf Twitch. Aber gut, da kann man halt leider nichts gegen machen. So, dann haben wir das jetzt auch korrigiert. Wir können ja jetzt wieder schneller machen. Aber wir können ja hier dann zumindest, ja, in den Hotelzimmern, in den Suiten oder so, dann die Hot Tubes, also den Wellnesspool einbauen. Denn, ja, wenn ich in der Suite bin und, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das bei uns war, dann, ja, dann ist ein Pool schon was Feines. So, 11 Uhr. Achso, wir können ja, wir sind ja schon kurz da, wir können ja auch mal nach hier unten gucken. Ach ne, wir haben auch den nächsten Tag rum, deswegen einmal kurz Richtung Werbung. Machen wir noch, okay. Moment, wir machen einmal noch etwas langsamer. Denn ich sage jetzt einfach, ich will das Ganze pushen. Wir haben uns hier so viel Mühe gegeben. Wir geben jetzt auch noch mal, vielleicht, wenn wir gleich voll sind, ist es too much, aber ne, wir warten erstmal ab. Wir warten mal ab, wie voll das wird. Sonst hätte ich jetzt nämlich nochmal Geld ausgegeben für Werbung für unser Theater. Aber das muss ich ja auch erstmal refinanzieren. So, die nächste Show, oder der nächste Showbeginn um 17 Uhr ist, ja, da geht's dann rund. Ich gucke auch gerade mal so. Die Bars sind alle voll. Da ist voll, da stehen sogar zwei Leute an. Hier ist voll. Die beiden hier oben sind voll. Ich weiß gar nicht. Ja, auch voll. Auch voll auf. Okay. Vielleicht können wir hier auch noch über eine Dachterrasse nachdenken. Wir haben hier noch, ja, ordentlich Platz eigentlich, wo nichts ist. Da könnte man hier eine Rolltreppe nach oben machen und hier eine Rolltreppe nach oben machen. Und eigentlich auch nochmal eine Dachterrasse machen. Denn ich will eigentlich schon, dass jedes Gebäude ja, unabhängig von den anderen sein könnte. Heißt, wenn hier jemand an die Bar möchte, dann kann der auch sehr gerne oder sollte der auch die Möglichkeit haben, in dem Gebäude an die Bar zu gehen. Klar, jetzt kann das alles noch sein, weil wir hier voll sind. Hier sind ja auch nicht gerade wenige Gäste drin und wir haben zwei Bars. Ich weiß nicht, ne, hier haben wir, ja, drei mit dem Pool hier. Ja, mit dem Pool, mit dem Dachgeschoss. Ja, nicht mit dem Dachgeschoss, mit dem Außenbereich. Hier wollte ich einmal gucken, wie es mit den Sitzmöglichkeiten aussieht. Das sieht noch leer aus. Hier sind auch nicht ganz so viele an den Kassen, sodass ich mir Sorgen machen würde, dass wir da noch welche bräuchten. Okay. Ja, also da könnte man gerne auch drüber nachdenken, ob man nochmal eine Dachterrasse im Außenbereich macht hier oben. Aber wir wollen ja auch schon ein cooles Theater sein. Und dann, wenn man Tickets hat, nochmal vorher da oben hin. Ja, könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Klar, da müssten wir das hier nochmal ein bisschen verändern, weil ich glaube, das wird auch schon einen gewissen Charme ausmachen, wenn man hier vorne sitzen könnte. Ja, ich glaube, ja, da könnten wir auch gerne nochmal hingehen, bevor wir das Hotel machen. Das finde ich ganz interessant. So, wir sind kurz vor 15 Uhr. Ja. Da steht der Künstler. Nee, doch, Darsteller stehen auf der Bühne. Hier ist noch keiner auf der Bühne. Garderoben sehen, glaube ich, alle leer aus. Gut, die treten auch in 8 Minuten auf. Wenn da noch einer in der Garderobe ist, wäre vielleicht auch schon fast zu spät. Sänger. Oh, der spielt sogar bei uns, hat 6,5 und hat einiges an Geld dabei. Gut, wir bezahlen ihn auch. Aber das ist schon ziemlich leer gerade. Das ist... Ja, die spielen alle bei uns. Aber sind noch neue Kunden bei Werten von, ja, um die 10. Das ist auf jeden Fall voller. Aber die haben alle gut Geld, das muss man denen lassen. So, was haben wir denn hier? Sänger, Darsteller. Okay, aber ich will einmal kurz gucken, wie es mit den Prozentzahlen aussieht.
Wir haben jetzt Sonntag um 15 Uhr. Prozent? Moment, da stand drei Künstler. Ich sehe nur zwei. Werden wir um unser Geld gebracht? Also nach 96% sieht mir das hier nicht aus. Das sieht ziemlich voll aus. Vielleicht müssen wir doch noch Werbung schalten. Oder vielleicht mal noch eine zweite Sendung, einen zweiten Auftritt uns angucken. Ein Darsteller. 70% finde ich ist okay dafür. Also ist ja trotzdem gut besucht für 70%. Also ich will nichts gegen die 96 hier hinten sagen. Und ansonsten waren wir, glaube ich, hier noch nicht. 6 Darsteller. 82 finde ich auch okay. Also ist ja auch nicht leer. So ist für die erste Mittag, also für eine Mittagsshow. Klar, 1300 Euro kosten die. Aber finde ich gar nicht mal so verkehrt. Also wäre ich zufrieden mit. Also finde ich gut. Unterhaltung. So, wir haben an Künstlern heute bezahlt 14. Okay, das sind alle Künstler auf einmal. Das heißt, ja gut, schade, dass man hier nicht das Bingo rausrechnen könnte. Denn, ja, da sticht halt gerade noch hervor mit den 1600 und 1900. Aber wenn wir hier in der ganzen Unterhaltung, ja gut, Steph ist nicht mehr drin, da müssten wir auf jeden Fall positiv sein. Ah, da ist der dritte Künstler. Kam da jemand zu spät? Oh, da muss auch noch einer dringend auf Toilette. Okay, das ist jetzt die Mittagsshow. Dann ist ja 18 Uhr schon die Abendshow, hätte ich jetzt gesagt. Und ja, Primetime ist dann 21 Uhr. Aber ich denke mal, so weit kommen wir dann heute nicht. Ich will jetzt einmal noch 18 Uhr abwarten. Ja, heute machen wir mal ein bisschen entspannter. Haben wirklich nur die Garderoben gebaut und so geguckt, was denn noch so ansteht die nächste Zeit. Aber finde ich gar nicht mal verkehrt, dass man sich auch mal etwas, ja, das Ganze etwas ruhiger angehen lässt. So, jetzt machen wir 18 Uhr, machen wir etwas entspannter. Ja, vielleicht ist auch die Nachfrage nicht da. Vielleicht, wir können ja auch da mal gucken. Da gab es ja auch so Unterhaltungsbedarf 214. Aktuelle Besucher 193. Ja, 20 Unterschied ist okay. Aber wenn wir uns angucken, 193, da würden schon die kleinen Bühnen reichen. Und wir haben summiert 400 plus, sagen wir, 250, sind wir bei 650. Und ja, da ist halt auf jeden Fall noch Luft nach oben. Das heißt, es fehlen uns so 400 Leute. Ja gut, das ist natürlich ein Trauerspiel. Aber die Zeit geht so schnell rum, ich will einmal um 21 Uhr jetzt gucken. Weil hier am Wochenende, am Sonntag, soll ja eigentlich Primetime sein. Also wenn ich hier in dem großen Theater auftreten würde vor, ich sag mal, 30 Leuten, würde ich mich schon ein bisschen traurig fühlen. Hoffen wir mal. Achso, wir können auch mal Z. Ja gut, hier würde ich glaube ich sogar Z drücken, damit wir nicht den Betonboden sehen. Ich will lieber die Zone sehen. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Und dann können wir, die Tickets sind ja gleich verkauft, die Künstler sind auch bezahlt. Können wir mal gucken, ob wir, wie es da gerade aussieht mit Plus und Minus. So, jetzt sind wir bei 21 Uhr. Ja, das ist, da können wir ruhig ohne schlechtes Gewissen zu haben, Werbung schalten. Aber vielleicht kommen auch die kleineren Casinos besser an mit dem Boden, mit, ach, die kleineren Casinos, die kleineren Theaters, Theater, vielleicht kommen die besser an. Aber gut, das macht natürlich, hier sitzen natürlich auch enger zusammen als hier hinten. Kann natürlich gut sein, dass da hinten doch mehr Leute drin sind. Aber dann kaufen wir uns jetzt einfach die Leute oder holen die Leute durch Werbung ran. Machen wir erstmal Geld. Tägliche Gewinne und Verluste. Unterhaltung ist positiv. Gut. Ne, Steph jetzt mal rausgerechnet. Haben auch keine Show, die über 1000 Euro eingebracht hat. Bei teilweise 20... Nein, haben wir nicht irgendwann... Irgendwo um die 20 Euro, 1000 durch... 20 sind 50 Gäste. Das heißt, wir haben nicht bei irgendeiner Show 50 Gäste gehabt. Also in den Abendveranstaltungen. Ja gut, das ist schon echt wenig. Jetzt ist die Frage, wie sitzt... Ich hätte gern einmal mehr Werbung geschaltet. Also das hier. 3000 pro Tag. 3000 pro Tag noch on top
mache, 3510 pro Tag. Und ich rechne jetzt mal mit, ja, wir haben teilweise mit, ich gehe mal mit 17 Dollar, weil wir haben teilweise was über 20, was über 30. Dann sind das pro, also müssten, nee, 600, nee, 206 Gäste müssten kommen. Wird auch nicht günstiger durch unsere, wenn wir das hier anders einstellen. Ja. Wir holen 50 bis 80 ran, da ist 200 schon weit von entfernt. Da ist 200 echt weit von entfernt. Wenn wir 300 bis 500 machen, dann hätten wir auf jeden Fall jetzt die Frage, wann die dann kommen. Ich würde das gerne mal einmal ausprobieren. Also wir haben das Geld gerade. Okay, wir simulieren jetzt bis 6 Uhr. Dann ist zwar ein Montag und kein Sonntag mehr. Damit wir am Mittwoch hier mal richtig was haben. Wenn wir dann oben das, die Dachterrasse haben, 6 Uhr ist immer ein neuer Tag. Deswegen simulieren wir jetzt bis 6 Uhr. Machen dann Werbung in der Hoffnung, dass die genau an dem Tag dann auch kommen. Das kann ich auch jetzt eigentlich nach der Folge machen. Mal eben bis 6 Uhr simulieren und dann für einen Tag Werbung im Fernsehen, weil das glaube ich schalte. Werbung. Ja. Genau, hier will ich einmal Werbung schalten. Nee, nicht ausgezeichnet. Nee, durchschnittlich reicht schon. Dass wir 300 Leute bekommen für unsere Show. Dann sehen wir mal Mittwoch, wie voll es sein könnte, worauf wir hinarbeiten müssen. Gut, wir müssen halt auch noch Schlaf anbieten, ne? Dann die meisten wollen halt... Ne, Showgastbesucher wollen nicht schlafen. Unsere Gambler wollen nur schlafen. Okay, vielleicht müssen wir auch mehr... Ja, ne, wir sind im Plus. Also Casino können wir echt noch hinten anstellen. Weil da wird ja auch ordentlich Geld umgesetzt. Und wenn die dann noch schlafen können, wäre es ja fast umso besser. Nee, dann ich simuliere bis 6 Uhr. Dann gucken wir ja, uns Mittwoch an, wie voll das dann hier wirklich ist durch die Fernsehwerbung. Und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Das wird sich nicht rentieren, das habe ich gerade ja ungefähr überschlagen. Aber zumindest können wir das mal voll hinbekommen hier in unserem, in unserer, ja, wer ist das jetzt? Nicht Spieler? Oder nicht Showcase? Okay, ist alles weg. Ja, hier in unserem Theater dann. Ich wollte gerade einmal gucken. Doch, ach, Showgast. Ja, natürlich, Showgast. Bei unseren Shows hier. Aber ja, cool, das gucken wir uns dann am Mittwoch an. Ich bedanke mich fürs Zusehen. War jetzt nicht ganz so spannend. Ich weiß, mal ein bisschen rumgucken. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und am Mittwoch, ja, da werden wir dann ein bisschen was mehr machen. Ich denke mal, es wird Richtung Dachterrasse gehen. Oder dann auch schon Richtung Hotel. Beziehungsweise ich glaube, das Hotel müsste eher hier hin. Aber da können wir dann nochmal gucken oder ich überlege mir bis dahin auf jeden Fall was. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis Mittwoch. Ciao.